Wir hatten die Graphentheorie ein wenig dadurch motiviert, dass wir uns im Prinzip eine Straßenkarte angeschaut haben. Und im Straßenverkehr kennen wir ja die Situation der Einbahnstraßen. Das heißt, es gibt Straßen, die nur in eine Richtung durchfahren werden dürfen. Und etwas Gleiches gibt es in der Graphentheorie auch. Das, was wir bislang betrachtet haben, wird üblicherweise als ungerichteter Graph bzw. die ungerichteten Graphen betrachtet. Und es gibt das Ganze auch in sogenannter gerichteter Form, das heißt die gerichtete Graphen. Wenn man sich einen Graph betrachtet, beispielsweise einfacher Graph der folgenden Form, dann waren die Kanten, schreiben wir den mal hier formal hin, V1, V2, V3, V4, V5. Ja, den Graph hatten wir dann formal definiert als Menge von Knoten, in diesem Fall V0, V1 bis V5, und als Kantenmenge je Kanten V0, V1, V0, V2 und so weiter bis V4, V5. Und diese Kantenmenge bzw. eine einzelne Kante wird selbst als Menge dargestellt. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich das in der Form schreibe V0, V1 oder ob ich das schreibe als V1, V0. Ja, eine Richtung dieser Kante gibt es nicht. Es ist egal, wie ich das sozusagen in der formalen Definition aufschreibe. Bei gerichteten Graphen sieht das ein wenig anders aus. Ein gerichteter Graph wird grafisch typischerweise so dargestellt, dass man statt den Kanten als einfachen Strichen nun einen Pfeil dorthin malt. Ja, das heißt, beispielsweise die Kante von V2 nach V3 hat nun eine klar definierte Richtung und diese Richtung gebe ich halt mit einer Pfeilspitze an. Und in der formalen Definition sieht das dann so aus, dass man natürlich diese Richtungsangabe auch entsprechend angeben muss. Der Graph selbst würde auch wieder als Zweituple definiert werden. Die Definition von V als Menge von Knoten, das bleibt identisch. Aber die Menge der Kanten, das würden wir nun als geordnete Paare aufschreiben. Das heißt, die Kante von V0 nach V1 würden wir jetzt nicht mehr als Menge aufschreiben, sondern als geordnetes Paar V0, V1. Und entsprechend V0, V2 bis V4, V5. Also von der Form her ändert sich lediglich dieser Typ der Klammer, das heißt aus der geschweiften Klammer, mit der wir immer eine Menge identifizieren, wird nun eine normale Klammer, gerundete Klammer, was halt als geordnetes Paar in diesem Fall dargestellt wird.